Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein Frühjahrsorakel für euch vorbereitet. Ich glaube, wir alle sind sehr neugierig, was der Frühling mit sich bringt, wie es in puncto Beziehung, Partnerschaft weitergeht. Und ich habe für euch ein Orakel vorbereitet, der gibt uns Überblick über die momentane Situation, über die Themen der Beziehung, über die zukünftigen Entwicklungstendenzen, über Haltung, Gedanken, Gefühle von den beiden Partnern. Wir schauen einfach, was die Karten zu uns sagen. So wie Sie sehen, wir haben drei Partnerschaftsmodelle zur Auswahl. Bitte gehen Sie in sich hinein und spüren Sie mit Ihrem Herz, mit Ihrer Seele, mit Ihrer Intuition, welche von diesen drei Möglichkeiten Sie am meisten anspricht. Nehmen Sie sich auch Zeit dafür. Wenn Sie möchten, können Sie das Video auch anhalten. Meine Empfehlung ist, dass Sie nach Ihrer Intuition auswählen, nach Ihrem ersten Impuls auswählen. Wenn keiner von den Kartenkombinationen Sie richtig anspricht, wenn Sie vielleicht unsicher sind, welche Kombination Sie wählen sollten, dann heißt das, entweder ist Ihr Anliegen, Ihre Beziehung, Ihre Beziehungsmodell heute nicht dabei, oder vielleicht kann auch bedeuten, dass zum Beispiel zwei Kartenkombinationen parallele zu Ihrer Beziehung haben. Und das ist ja auch der Grund, wenn Sie ein bisschen unsicher sind und überlegen, welche Sie von beiden auswählen sollten. In diesem Fall, wie gesagt, heißt, dass die beiden Kartenkombinationen irgendeine Botschaft für Sie haben. Auf die linke Seite haben wir einen Engel, der hält eine Taube in der Hand. In der Mitte haben wir ein Bär mit Flügeln, mit einem Herz in den Händen. Und auf die rechte Seite haben wir auch einen Engel, der auch ein Herz hält. Bitte wählen Sie jetzt, welche Kartenkombination für Sie am besten geeignet ist. Ich hoffe, dass Sie eine Kartenkombination gefunden haben, die euch angesprochen hat. Ich fange jetzt an, die Karten zu deuten. Ich fange mit der linken Seite an, wo dieser große Engel mit der Taube in der Hand liegt. Da dafür tue ich auch die Kamera etwas verschieben, damit Sie das noch besser im Bild haben. So, jetzt haben wir die linke Kombination im Bild. Wir schauen jetzt, was die Spirits zu uns sagen. Was ist das Thema dieser Beziehung übers Frühjahr? Wir haben hier den Engel für Geduld und Zeitlosigkeit. Seine Affirmation ist: Ich nehme in Geduld alles an. Also das heißt, für dieses Pärchen ist über Frühjahr Geduld angesagt, angebracht. Das heißt, es sind noch Dinge, die aufgelöst werden müssen oder die sich im Moment in Auflösung befinden. Auf jeden Fall ist ein Zeitfaktor über Frühjahr ausschlaggebend für diese Beziehung. Die Partner sollten auch lernen, Wartezeiten anzunehmen, sich in Geduld zu üben. Also scheinbar geht es in dieser Beziehung nicht so schnell, wie man sich das wünscht oder vorstellt. Die Entwicklungstendenz, die uns die Tarotkarte zeigt für dieses Paar, das ist die 2 der Kelche.
Ja, hier sehen wir bei der zweiten Kelche, dass es um Thema Beziehungen geht, um Thema Liebe geht. Es geht um Geben und Nehmen. Es geht um das Herz, um die Herzensliebe. Es geht um die Seele und um den Körper. Also Entwicklungstendenz haben wir über Frühjahr für dieses Pärchen, dass die beide zunehmend zueinander finden, dass die beide zunehmend sich ergänzen und erfüllen und dass sich die Seelen sowie die Herzen von den beiden Partnern miteinander verbinden. Also das Schwerpunkt dieser Karte ist Verbindung des Herzens. Das sehen wir auch hier auf dem Kartenbild. Der Mann und die Frau beide stoßen an. Also hier geht es wirklich um die Liebe, um zueinander stehen, um sich zueinander entscheiden, um sich für die Liebe entscheiden, für diese Partnerschaft entscheiden. Also es geht um die Macht der Liebe, die auch als Heilung kommt, entspricht, falls in der Vergangenheit in diese Beziehung Schwierigkeiten und Verletzungen gab, diese werden durch diese intensive Liebe auch demnächst geheilt. Also die Karte zeigt, dass es jetzt an der Zeit ist, sich in diese Liebe miteinander zu verbinden und diese Liebe auch zu leben. Das passt auch zum Engel für Geduld und Zeitlosigkeit, weil so eine tiefe, intensive Herzensbindung, Seelenbindung braucht auch Zeit zum Reifen. Also Zeit ist das Thema übers Frühjahr für dieses Pärchen und Entwicklungstendenz ist Vereinigung vom Herz und Seele miteinander. Die Amorsbotschaft, die für dieses Paar gekommen ist, passt natürlich, das ist die göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Also hier sehen wir auch diese Zeitfaktor nochmal. Also die Entwicklungstendenz bei diesem Paar heißt, es wird zu einer Liebesbeziehung kommen, das sagen die Engel. Es braucht aber noch Zeit zum Reifen, also bitte nicht ungeduldig und übereilt sein. So, jetzt schauen wir, wie die beiden Partner in dieser Beziehung zueinander stehen. Oben haben wir die Karten, die den Gefühlsklärer, Seelenpartner, Wunschpartner bezeichnen. Und unten haben wir die Karten von den Loslasserin, Seelenpartnerin, Wunschpartnerin. Ich fange mit dem Gefühlsklärer an. Was bewegt ihn innerlich? Was sind seine Gedanken und Gefühle? Wir sehen hier die Karte Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Also das heißt, dass der Gefühlsklärer oder Wunschpartner im Moment sehr stark mit Beruf, Finanzen, Karriere verbunden ist. Das kann natürlich auch erklären, warum noch Wartezeit in dieser Beziehung notwendig ist. Vielleicht ist dieser Gefühlsklärer dabei, seine berufliche Laufbahn aufzubauen oder etwas Neues beruflich auf die Beine zu stellen. Oder vielleicht ist er an eine Schwierigkeit, Rückentwicklung in seinem Geschäft, in seinem Beruf gestoßen, was er im Moment auch klären möchte und dabei ist auch das zu klären. Also hier sehen wir, dass die Finanzen, das können finanzielle Probleme sein, bei Selbstständigen könnte das auch Ärger mit Finanzamt sein. Unausreichende Kundenaufträge etc., alles was so in diese Richtung geht, das ist eine belastende Säule für den Wunschpartner, für den Gefühlsklärer, was sich zurzeit auch in sein Liebesleben, in seine Beziehung auswirkt. Wir schauen jetzt, welche Gedanken und welche andere Stimmungen ihn begleiten. Hier haben wir die Karte, gibt der Liebe eine Chance.
Wenn wir beginnen zu lieben, verändert sich unser Leben für immer. Das heißt, dass trotz die finanziellen Probleme oder berufliche Schwierigkeiten, die dieser Mann momentan hat, dass er sich für die Liebe entscheiden wird. Übers Frühjahr kommt bei ihm sehr stark der Gedanke oder auch der innere Impuls, sich wieder neu zu verlieben oder diese Liebe zu leben oder Kontakt aufzunehmen zu seiner Wunschpartnerin, falls momentan kein Kontakt vorhanden ist. Also wir haben hier die Aussage, trotz Belastungen beruflicher Natur öffnet er sich auch für die Liebe. Die andere Seelenbotschaft für den Gefühlsklärer ist Wunder und Segen. In allem liegt ein Geschenk. Also das heißt, hier haben wir etwas, was auf dem Gefühlsklärer zukommt, was vielleicht plötzlich und unerwartet ist, womit er nicht gerechnet hat, was aber wie ein Wunder und ein Segen auf ihn wirkt, auf seine Beziehung wirkt. Also diese Karte zeigt auch Stück weit, dass der Gefühlsklärer dabei ist, irgendetwas plötzlich aufzulösen, also dass diese Beziehung eine neue Wendung bekommt. Das ist so die Tendenz, die für den Gefühlsklärer oder Wunschpartner übers Frühjahr liegt. Auf jeden Fall, die Engel sagen hier, dass Wunder und Segen in dem Leben des Gefühlklärers oder Wunschpartner, Seelenpartner über Frühjahr kommen werden, die auch sich auf sein Privatleben, auf sein Liebesleben positiv auswirken wird. Das kann aber auch sein, dass eine unerwartete positive Wendung in der Partnerschaft, in der Beziehung zu seiner Loslasserin, zu seiner Wunschpartnerin stattfindet, womit er nicht gerechnet hat. Und weil diese Karte jetzt speziell auf die Beziehungsentwicklung und auf die Haltung von dem Wunschpartner, Gefühlsklärer gegenüber seiner Wunschpartnerin und Loslasserin ist, beziehe ich auch diese Karte mit Wunder und Segen auch auf eine Auswirkung in der Beziehung. Das heißt auch, hier sehen wir Parallele zu dieser Amorbotschaft mit der göttlichen Fügung. Das heißt, außer von oben, von der spirituellen Welt, wird etwas vorangetrieben, diese Gefühlsklärer wird Unterstützung bekommen, so dass eine positive Wendung in seinem Leben und in seinem Liebesleben stattfindet. Jetzt schauen wir, wie die Wunschpartnerin, Loslasserin in dieser Beziehung steht, wie sie zu dem Gefühlsklärer oder Wunschpartner steht, was in ihren Gedanken und Gefühlen über Frühling los ist. Wir fangen mit der emotionellen Welt. Hier haben wir deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Also das heißt, liebe Wunschpartnerin, Loslasserin, du solltest die Frühjahrszeit intensiv nutzen, um geistig, spirituell, energetisch an deine Beziehung zu arbeiten. Falls du den Seelenpartner schon begegnet bist, dann könntest du diese Begegnung, diese Beziehung, diese Bindung auf die spirituelle Ebene verstärken. Falls du deinen Seelenpartner noch nicht gefunden hast, dann solltest du Gebete und Affirmationen aussprechen und diese Zeit nutzen, um diese Begegnung mit deinem Seelenpartner herbeizurufen. Bedenke wobei, dass die erste Karte das Thema eurer Beziehung war, die Wartezeit und Geduld. Also bitte setze dich nicht unter Druck in deine spirituelle Arbeit. Das heißt, also über Frühjahr bist du sehr seelisch, mental, emotionell damit gebunden, an deine Seelenbeziehung zu arbeiten. Das solltest du auch tun. Wir schauen die Seelenbotschaftskarten
Für dich Ehrlichkeit ist entscheidend. Wenn wir ein liebevoller Mensch sein wollen, dann müssen wir wahrheitsgemäß und liebevoll sprechen. Also das heißt, in diese Legung, dass du, liebe Wunschpartnerin, Loslasserin, mehr aus dich rausgehen solltest, mehr deinen Stand mitteilen solltest, mehr für dich schauen solltest, also dich neu positionieren, aber aufrichtig positionieren, ehrlich zu dir selber sein und diese Ehrlichkeit auch deinen Mitmenschen, besonders deinem Partner, solltest du mitteilen, entspricht du solltest deine Bedenken, deine Unsicherheit, deine Ängste ein Stück weit hinter dir lassen und dich auch mal aussprechen, wie es dir geht, was du fühlst, was du denkst, was du dir wünschst. Also alle diese Sachen, die du nicht angesprochen hast, solltest du bitte auf dem Tisch legen. Die Frühjahrszeit ist vielleicht eine gute Zeit dafür. Dieser Engel für die Ehrlichkeit kommt nicht umsonst zu dir. Die nächste Karte, die für dich da ist, das ist die Karte Liebe umhüllt dich von allen Seiten. Liebe ist immer und überall da. Also das heißt, habe bitte keine Angst oder keine Bedenken, dass wenn du dich ehrlich aussprichst, dass du dadurch irgendwelche Benachteiligungen oder Verluste erleiden musst, stimmt gar nicht. Also hier der Engel sagt zu dir, die Liebe ist um dich herum, die ist bei dir, die ist in dir, die ist überall da. Also handle es so, wie deine Seele das möchte, so wie dein Herz das möchte und trotzdem wirst du Liebe erfahren. Also diese Frühjahrszeit, liebe Wunschpartnerin, liebe Loslasserin, bedeutet für dich und für deine Beziehung, dass du seelisch, mental, emotionell an die Seelenbeziehung arbeitest, dass du nochmal in dir selber prüfst, wo du stehst, wie du da stehst, bist du wirklich auf alle Ebenen ehrlich und aufrichtig oder tust du dich vielleicht irgendwo selber verleugnen oder selber im Hintergrund stellen. Das solltest du für dich klären und auch daran arbeiten. Und die Engel sagen auch hier, eine Tendenz von euch beiden entspricht von dir sowie von deinem Seelenpartner, dass ihr über Frühjahr zueinander finden könntet. Weil wir sehen, trotz seiner Probleme, dein gefühlsklärer Wunschpartner wird sich mit der Liebe beschäftigen und du wirst dich auch mit der Liebe beschäftigen. Es ist wirklich eine Frage der Zeit, wann diese Wünsche, wann diese Liebe erfüllt wird. Wir schauen jetzt die Entwicklungstendenzen anhand von den Kipperkarten, die zu euch kommen. So, wie wird der Frühling bei euch verlaufen? Ja, da stehst du, liebe Wunschdame Loslasserin, doppelt in diese Kartenkombination, dreifach sogar, also das heißt, du bist in der Liebe, du bist ganz voll in der Beziehung rein, ich sehe bei dir einige Ängste und Unsicherheiten, das war auch diese Karte, Ehrlichkeit ist entscheidend, also bitte, falls da Bedenken bei dir bewusst sind, spreche sie auch aus. Wir haben hier eine Entwicklungstendenz Richtung Sommerzeit, dass die Liebe da Richtung Sommerzeit richtig aufblühen kann. Wir sehen einen Gewinn in der Liebe, auch einen Gewinn zwischen dir und deinem Seelenpartner, was Liebe und Emotionen anbelangt. Aber dieser Gewinn ist momentan noch mit Widerstände verbunden, wir sehen da Ängste, Unsicherheiten, das Glück ist dabei durchzubrechen, es ist noch nicht voll da, wir sehen Treffen oder Gespräche, Kontakte zwischen dir und deiner Wunschpartner, Gefühlsklärer, die etwas schwierig verlaufen, wir sehen da ein bisschen Traurigkeit, das kann in Richtung gehen, dass
Kontakt da ist und du dir es aber anders vorgestellt hast und dann vielleicht ins Unsicherheit kommst, weil du das Gefühl hast, dass der Wunschpartner Gefühlsklärer vielleicht etwas abweisend ist, was nicht stimmen muss, aber es kann so auf dich wirken. Wir sehen hier ein wenig Mühe um die Gefühle. Also ich würde sagen, lass die Frühjahrszeit für dich arbeiten, indem du alles, was euch im Wege steht, auflöst, aufarbeitest. Also die Engel haben schon eindeutig gesagt, dass du diese Kraft hast, die Beziehung zum Positiven zu beeinflussen, also die Beziehung zu einer positiven Entwicklung zu beeinflussen. Arbeit von dir ist anbelangt über die Frühjahrszeit, was aber im Sommerzeit Früchte tragen kann. Also bitte sei nicht entmutigt, mach deine Schritte, mach deine Aufgaben, stell dich deine Beziehung an, stell dich die Problematik an, stell dich deine eigene Unsicherheit und Ängste an und arbeite bitte daran. Wir sehen hier sehr stark die weibliche Kraft, die weibliche Präsenz. Also das heißt, mit deiner Weiblichkeit, mit deinen Gefühlen, mit deinen weiblichen Anteilen, mit deiner Liebe, die hier zentral liegt in den Karten, kannst du jede Menge auflösen. Also wir sehen hier ein Zuwachs in der Liebe, ein Zuwachs in der Beziehung, aber auch noch über Frühjahrszeit mit Schwierigkeiten verbunden. Mehr kann ich da dazu nicht sagen, also nimm es bitte gelassen und mach das Beste daraus. Schau, dass mehr Leichtigkeit zwischen euch kommt. Und bedenke, dass die Frühjahrszeit eine Zeit für euch, für eure Beziehung ist, eine Zeit der Auflösung. Auch wenn du das Gefühl haben solltest, es bewegt sich gar nichts, sei bitte sicher, dass sich doch einiges bewegt, zumindest auf die energetische, spirituelle, seelische Ebene. Also diese Zeit ist eine Zeit, in der das Glück ab und zu am Horizont kommt, aber nicht beständig bleibt. Also Tendenz, dass es Sommerzeit besser werden kann. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Kraft und viel Erkennung in deinem Prozess, viel Geduld und eine gute Entwicklung. Denke daran, die Engel sagen schon, dass die Herzen und die Seelen sich verbinden werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt gehen wir zu der nächsten Kartenkombination, die Kartenkombination in der Mitte. Ich bewege da dafür die Kamera, damit ich das gesamte Bild in der Kamera habe. So, jetzt fangen wir an mit der Deutung für das Pärchen, die in der Mitte liegt, für diejenigen von euch, die das Pärchen ausgewählt haben. Wir schauen jetzt erstmal, welche Thema das Frühjahr für euch bringt. Wir haben hier die Karte Erzengel Gabriel. Mit deiner Hilfe gelange ich zur Klarheit. Also das heißt, lieber Zuschauer, dass Frühjahr für euch die Zeit ist, die Klarheit für euch Einzelne bringt, die aber auch Klarheit in eurer Beziehung bringt. Also das heißt, Missverständnisse, ungelöste Situationen, ungelöste Widerwärtigkeiten oder Hindernisse werden im Frühjahr aufgelöst, Missverständnisse werden geklärt, Aussprachen werden stattfinden, also eine klare Linie wird in eurer Beziehung übers Frühjahr erbaut werden mit Hilfe von euch beiden. Ich sehe hier auch sehr, dass die spirituelle Welt, dass die geistige Welt sehr stark an eurer Beziehung arbeitet. Ich habe die Vermutung, dass einige Missverständnisse sich von alleine auflösen werden, beziehungsweise,
dass Probleme, die in der Vergangenheit zwischen euch gestanden haben, sich jetzt über Frühjahr dermaßen auflösen, dass sie nichtig werden, wo der eine oder andere oder vielleicht sogar beide Partner sagen, weißt du was, das hat mich früher unheimlich gestört, aber jetzt macht's mir nichts raus, ich schaue da darüber, das berührt mich überhaupt nicht, also es könnte auch in diese Richtung gehen. Auf jeden Fall ist Frühjahr eine sehr gute Zeit für euch, eine Zeit für die Klärung, für die Klarheit, für Transparenz. Vielleicht äußert ihr euch auch beide mal, wie ihr zu euch steht, wie ihr zu dieser Beziehung steht. Also es werden richtig klare Wörter gesprochen über Frühjahr. Als Entwicklungstendenz für dieses Paar haben wir die 6 der Kelche. Diese Tarotkarte zeigt uns, in welche Richtung diese Beziehung sich übers Frühjahr entwickelt. Wir sehen hier die Harmonie, wir sehen das Gleichgewicht, wir sehen die Zufriedenheit, die Integration. Also es geht darum, dass unbewusste Bedürfnisse bewusst wahrgenommen werden und dass sie dann auch dadurch ausgelebt werden können. Hier geht es bei diesen Pärchen um Gedanken, um Gefühle, um Handlungen, die geäußert werden, die ausgelebt werden. Also es geht darum, dass man Gleichgewicht in seine Beziehung findet, dass man zueinander findet, dass man Zufriedenheit in diese Beziehung findet, also fest verwurzelt sein mit sich selbst, in sich selbst ruhen und trotzdem aber für die Beziehung da sein und auch noch zufrieden von der Beziehung sein. Also wir sehen hier die Liebe, die Harmonie, die Versöhnung, die Verbindung. Wir haben Verschmelzung, Vereinigung. Diese Karte steht für Schönheit, für Stabilität, für Erfolg, für Glück. Also wir haben hier eine Entwicklung übers Frühjahr, die den beiden Partner wirklich fest zueinander bringt, wo diese miteinander leben, miteinander sein, ausgelebt wird in der Zeit, in der die Beziehung aufgebaut wird. Diese Karte steht noch für Erinnerungen, für Wiedervereinigung, für Austausch. Dieser Austausch ist auch die erste Karte, die Klarheit hier. Durch Worte wird die Klarheit gebracht in diese Beziehung. Beide Partner werden sich aussprechen. Wir sehen, dass die beide hier in diese Partnerschaftsmodell auf eine bewusste, gedanklich, mentale sowie herzlich, emotionale Ebene zueinander finden. Wir haben hier auf die Karte die Kinder sehen, die da gemütlich spielen. Also das heißt, hier wird es Stabilität aufgebaut, es geht in Richtung feste Beziehung, es geht in Richtung Zukunftsplanung. Die Herzensebene von beiden Partnern werden miteinander verbunden. Hier geht es auch darum, dass die Kinder in der Gegenwart integriert werden. Also das können auch Kinder sein von dem Partner jeweils oder gemeinsame Kinder. Oder Integration vom inneren Kind. Es könnte auch sein, dass der eine oder andere von dem Partner etwas komisch sich benommen hat, weil das innere Kind so stark ausgelebt wurde und das zu Missverständnissen, Trennungen, Probleme geführt haben sollte. In diesem Fall ist die Frühjahrszeit eine gute Zeit, um diese inneren Kinder zu heilen, zu beruhigen, sie auch zu integrieren und dadurch hat die Beziehung ein festeren Bestand. Also es geht darum, dass alte Erinnerungen auch
hochkommen, dass sie geheilt werden, dass sie dann auch, je nachdem, wenn das positive Erinnerungen sind, die werden dafür genutzt, dass sie die Beziehung aufbauen und dass da noch mehr Harmonie und Stabilität zwischen den beiden und in der Beziehung entsteht. Und falls da innere Kinder sind, die oder Probleme aus der Vergangenheit mit Erinnerungen hochkommen, das heißt, dass die Partner Rückschau halten und damit abschließen, so dass diese Sache nicht mehr zwischen den beiden steht. Also eine wirklich wunderbare Entwicklungstendenz für dieses Pärchen übers Frühjahr. Wir schauen jetzt, was die Amorbotschaft sagt. Das ist die Karte. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Also das bedeutet hier bei diesem Paar, dass vielleicht der eine oder der andere oder vielleicht auch beide sich zurückgehalten haben, vielleicht aufgrund von dieser Rebellion vom inneren Kinder, vielleicht aus anderen Gründen, Gedankenmuster, Glaubenssätze etc., wo jetzt übers Frühjahr wirklich die Zeit der Erkenntnis ist. Da dafür haben wir auch der Erzengel Gabriel hier mit dem Erkenntnis, mit der Klarheit. Also das heißt, dieses Paar bekommt über Frühjahr mehr Erkenntnis, mehr Eigenschau. Die Partner fühlen ihre Gefühle, die wissen, wo der Weg lang geht, die wissen, was sie brauchen. Also sie können im Kontakt mit ihrer Seele, mit ihrem Geist kommen, im bewussten Kontakt auch mit ihrem Herz. Und sie können erkennen, was sie füreinander fühlen, wie wichtig der andere für einen ist. Und dadurch können sie auch die Beziehung neu aufbauen. Also ich habe hier wirklich wunderbare Aussagen. Wir schauen jetzt, was der gefühlsklare Wunschpartner in diese Beziehung übers Frühjahr einbringt. Das ist die oberste Reihe. Was geht jetzt in seine Emotionen? Das ist die Past-Life-Beziehung, ihr habt euch schon früher gekannt, also eine wunderbare Aussage. Das sagt, lieber Zuschauer, wir haben die Amorskarte, die sagt, tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Diese Karte bezieht sich hier auf die Past-Life-Beziehung. Also das heißt, der Gefühlsklärer, der Wunschpartner, der kriegt Zugang über Frühjahr zu seiner Seele, zu seinem Unterbewusstsein, zu seinem Geist. Er wird Dinge erkennen, die er bislang nicht erkannt hat. Entspricht, er bekommt eine neue Ansicht über seine Loslasserin oder Seelenpartnerin, Wunschpartnerin, über dem, was er für sie empfindet, über dem, was er für sie denkt. Die Denkweise wird verändert. Also ihm wird klar und bewusst, zum einen, dass er diese Dame, diese Wunschpartnerin oder Loslasserin schon lange kennt. Diese Erkenntnis bekommt er. Das ist eine Erkenntnis von einer sehr tiefen Verbundenheit und sehr tiefen Vertrautheit. Er wird sich vielleicht auch an Dinge erinnern, auch an Dinge erinnern aus früheren Leben. Auf jeden Fall diesem Gefühlsklärer wird im Frühjahr klar werden, welche Stellenwert diese Seelenpartnerin für ihn hat. Also ich bin wirklich begeistert von diesen Karten. Jetzt schauen wir, was seine Seele sagt. Die eine Karte ist, du bist grenzenlos, dein Engel laden dich ein, diese Wahrheit zu begreifen. In dieser Kombination bedeutet das, dass der gefühlsklärer Wunschpartner über seine eigenen Grenzen hinausgeht. Das bedeutet, seine Denkweisen, seine altgesessene Muster, Gedankenmuster, Handelsmuster, dass er das alles Stück weit durchbricht und auflöst und dass er sich etwas Neues wagt. Also wir sehen hier bei ihm eine neue innere Einstellung bezüglich seiner Partnerin, bezüglich seiner Beziehung zu dieser Partnerin, bezüglich die Liebe allgemein, wo er wirklich etwas Neues wagen
würde also eine wirklich super gute Entwicklung. Wir schauen die nächste Karte, Herzensverbindung. Ja, passt absolut. Es gibt eine Liebesverbindung, die sich jeder Erklärung entzieht. Also das heißt, dieser Mann wird sich für die Liebe entscheiden. Liebe Zuschauer, das freut mich sehr. Also er wird sehr viel Erkenntnis bekommen. Er wird Zugang zu seiner Seele, zu seinen Gefühlen bekommen. Er wird einen neuen Blick über die Beziehung, über sich selbst, sowie über seine Seelenpartnerin bekommen. Und daraus resultierend kommt es zu mehr Klarheit und kommt es zu einer positiven Entwicklung in dieser Beziehung. Wir schauen jetzt die Loslasserin, Seelenpartnerin, Wunschpartnerin, wie es ihr dabei geht, wie sie zu der Beziehung steht übers Frühjahr. Wir haben hier die Karte, bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Also liebe Loslasserin, Wunschpartnerin, du bist hier wirklich aufgefordert, positiv und optimistisch zu bleiben, zu denken, auch zu handeln. Das hier ist so ein Hinweis, dass in der Vergangenheit in deiner Seelenbeziehung nicht alles so gut gelaufen ist. Vielleicht ist im Moment ein Stillstand oder eine Trennung vorhanden. Vielleicht hat der Wunschpartner sichtbar kein Interesse an dir gezeigt oder hat sogar die Beziehung mit dir beendet. In diesem Fall sagen die Engel, bleib optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Das heißt, es geht weiter. Du sollst Vertrauen haben, du sollst positiv denken und an deinem Glück in der Liebe glauben. Vor allem, oben liegt die Past-Life-Beziehung bei deinem Wunschpartner, Seelenpartner. Also das ist wirklich eine Seelenbeziehung zwischen euch beide. Diese Liebe, die euch verbindet, die kann niemals kaputt gehen, die kann sich niemals auflösen. Höchstens könnte sie wirklich bewusst in diese Welt voll ausgelebt werden. Und die Karten zeigen Entwicklungstendenz in diese Richtung. Wir schauen jetzt, was der Seelenpartner-Orakel zu dir sagt. Da war noch die andere Karte dabei. Okay, Ruhe und Erholung sind entscheidend. Wir müssen alle unbedingt einmal Pause machen. Okay, das heißt, in dieser Kombination, du solltest wirklich alles loslassen. Also, wenn du Sorgen in dieser Beziehung hattest oder dir Gedanken gemacht hast, vielleicht ein bisschen Misstrauen hattest oder zu viel Energie in der Beziehung eingesetzt hattest, dann sagen hier die Engel, nutze die Frühjahrszeit für dich alleine. Ruh dich aus, erhole dich, bleibe optimistisch. Einiges wird von alleine auf dich zufließen. Das bekomme ich so hier von der spirituellen Welt. Also egal in welchem Stand deine Beziehung sich momentan befindet, liebe Seelenpartnerin, Loslasserin, bleib ruhig und erhole dich, mache was für dich. Das alles wird sich mit göttlicher Hilfe fügen. Wir schauen die nächste Karte für dich, das ist die Karte, sei hilfsbereit, bemühe dich aufrichtig zu zeigen, wie viel dir am anderen liegt. Nein, das ist kein Widerspruch zu der vorherigen Karte, also das heißt, du sollst für dich sorgen, du sollst dafür sorgen, dass du dich erholst, dass du zur Ruhe kommst, aber wenn dein Wunschpartner, Gefühlsklärer auf dich zukommt, bitte ganz offen, ehrlich, freundlich, aufrichtig sein. Also zum Beispiel jetzt, wenn da lange Zeit kein Kontakt gewesen ist und er meldet sich einfach so und er meldet sich erstmal unverbindlich, weil er genau die Situation bei dir abschätzen möchte, zum Beispiel, ob er noch Chance bei dir hat, ne? Wenn du in diesem Fall dann pampisch bist oder deine Kränkung zeigst, das wäre nicht so gut, da damit besteht die Gefahr, dass sich der Gefühlsklärer Wunschpartner nochmal zurückzieht. Also diese Karte sagt dir, sei hilfsbereit, also sei offen, wenn er sich meldet, sei freundlich, triff dich mit ihm, sprich dich aus, wir haben die Zeit der Klarheit aus Frühjahrszeit für dich. Also dann in diesem persönlichen Gespräch
kannst du deine Haltung auch mitteilen. Aber sei bitte liebevoll und hilfsbereit dabei. Also lass alles, ich würde dir raten, überlasse alles der geistigen Welt, die wird euch zueinander bringen. Wir schauen jetzt, was die Kipperkarten zeigen, welche Entwicklungstendenzen für euch beide in diese Frühjahrszeit kommen. Ich bin auch sehr neugierig, ich habe die Karte nicht gesehen da davor. Das Kartenbild ist sehr gut, also da liegt der Mann im Kartenbild, der Gefühlsklärer, der Wunschpartner. Das bedeutet, dieser Mann übernimmt die Führung über Frühjahrszeit. Das heißt, er wird etwas machen, er wird etwas auf die Beine stellen. Ich sehe, dass der Wunschpartner, Gefühlsklärer, Seelenpartner sich sehr stark gedanklich mit dir, mit eurer Beziehung auseinandergesetzt hat. Er hat einen Plan, er hat eine Strategie, er hat ein Vorhaben, den er auch umsetzen wird. Über Frühjahrszeit, diese Vorhaben liegt mit einer Entscheidung zusammen. Das heißt, er hat sich vermutlich über die ganze Winterzeit oder zumindest seit Anfang 2017, ich sehe viel eher seit Oktober ungefähr 2016 sogar, beschäftigt sich dieser Wunschpartner-Gefühlsklärer mit dir, mit eurer Beziehung. Er hat alle Facetten von alle möglichen Blickwinkel betrachtet. Er ist eine tiefe Innenschau gegangen und daraus hat er eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung ist definitiv ein Ja für die Beziehung. Das liegt in den Karten. Ich sehe, dass dieser Wunschpartner-Gefühlsklärer ganz von alleine auf dich zukommt. Er wird mit positiven Nachrichten auf dich zukommen, mit einer Freude, mit einer Leichtigkeit. Er wird sich vermutlich, wie ich vorhin erwähnt habe, so unbedacht, ohne Erwartungen, ohne Aufforderungen, sich einfach mal so bei dir melden. Aus dieser Meldung entsteht aber ein neuer Anfang. Also bitte nutze diese Gelegenheit im positiven Sinne, indem du ihm auch wirklich mal diese Chance gibst, denn er wird mit Sicherheit Schritte auf dich unternehmen, er wird Gespräche mit dir suchen und er wird versuchen, einen neuen Anfang mit dir zu starten. Falls du mit ihm derzeit aber in eine Beziehung bist, das heißt, es gibt eine neue Ebene in eurer Beziehung. Was dabei noch liegt, ist eine Blockade. Diese Blockade hat mit ihm was zu tun. Diese Blockade hat mit dem neuen Anfang zwischen euch was zu tun. Diese Blockade wird aufgelöst, definitiv. Ich sehe die Auflösung von der Blockade und ich sehe aber noch etwas Wartezeit. Also das heißt, bis zu 3 Wochen könnte es dauern. Frühjahr haben wir jetzt bis Ende März, Mitte April spätestens, also alle spätestens Ostern, Ende April, müsste diese Blockade aufgelöst sein. Also aus aller spätestens Zeitraum gebe ich dir Osternzeit bis Ende April, dass diese Wunschpartner, Gefühlsklärer den Weg zu dir findet. Diese Blockade ist heute bereits in Auflösung. Er braucht noch ein wenig Zeit. Er hat sich aber klar und deutlich für sich selbst positioniert und er wird auf dich zukommen. Und ich kriege jetzt die Aussage von Oppen, dass es sich dabei um einen Seelenpartner handelt, den du bereits schon kennst, mit dem du was zu tun hattest. Also, falls jemand von euch so die Idee haben sollte, es kommt ein neuer Seelenpartner, sag ich nein, das ist jemand, den du schon kennst. Das ist dein Gefühlsklärer, dein Seelenpartner, mit dem du schon mal was zu tun hattest. Also wunderbare Entwicklung, bleib ins Vertrauen, gib eurer Beziehung eine Chance und gib dem Gefühlsklärer eine Chance,
lass ihm sich aussprechen. Er wird dir sehr viel mitteilen und er wird auch wirklich aktiv daran arbeiten, eure Beziehung aufzubauen. Also ich sehe, die Entscheidung für eine feste Beziehung liegt bei ihm in den Karten. Also in diesem Sinne wünsche ich dir wirklich eine gute Entwicklung. Warte ab und lass ihn kommen, denn er wird definitiv bis spätestens Ostern, Ende April auf dich zukommen. In diesem Sinne verabschiede ich dich, liebe Loslasserin oder Gefühlsklärer. Jetzt gehen wir zu dem dritten Beziehungsmodell, zu der dritten Auswahl. Dazu bewege ich erstmal die Kamera, damit wir das ganze Bild in der Kamera haben. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Pärchen für diejenigen für euch, die sich hier für diese Engel mit dem Herz entschieden haben. Wir schauen jetzt, welches Thema Frühjahr für euch, für eure Beziehung bringt. Als Thema haben wir hier der Engel für Ruhe und Leichtigkeit. Seine Affirmation ist, ich strebe nach Ruhe und Leichtigkeit, ich bin Harmonie. Also Thema eurer Beziehung über Frühjahr ist Harmonie. Das heißt, falls da in der Vergangenheit Turbulenzen gegeben sein sollte in eurer Beziehung, Missverständnisse, Brüche oder etliche Probleme und Schwierigkeiten, Frühjahr ist die Zeit, dass es da Ruhe und Leichtigkeit kommt, dass es Gelassenheit kommt, dass es eine leichtere, positivere, neue Ebene in euch selbst, sowie zwischen euch, sowie in ihre Beziehung, in eurer Beziehung einkommt. Also das heißt, die Gemüter sollten sich etwas beruhigen, mehr ins Vertrauen gehen und mehr diese Ruhe und Leichtigkeit auch ausleben. Das ist das Thema übers Frühjahr für eure Beziehung. Aus Entwicklungstendenz zeigt uns die Tarotkarte Königin der Stäbe. Also das heißt, Frühjahrszeit, liebe Zuschauer, ist eine Zeit in deine Beziehung für tiefes Verständnis, für ausgeprägte Bewusstsein. Es ist eine Zeit, in der das innere Wissen hochkommt. Eine Zeit von Empfindlichkeit, heißt auch Gefühle zulassen, Gefühle leben, Vertrauen haben, Mitgefühl und Verständnis entwickeln für den Partner, für die Beziehung, für die Geschehnisse in dieser Beziehung. Es geht hier auch ein wenig in Richtung Mütterlichkeit, in Richtung Hingabe. Es geht sehr stark auch um die Weiblichkeit, um die weiblichen Qualitäten, die in diese Frühjahrszeit, in diese Beziehung ausgelebt werden. Wir sehen hier sehr viel Aktivitäten, sehr viel Umsetzungen, Willensstärke sehen wir, Zuversicht sehen wir, Verlässlichkeit ist da. Eine große Dynamik ist da, also die Karten zeigen, dass es sehr viele Aktivitäten im Frühjahr in eurer Beziehung geben wird, die aber in eine positive Richtung gehen. Darum war auch diese Engel hier für Ruhe und Leichtigkeit. Also bitte, falls da noch etwas aus der Vergangenheit in diese Beziehung als ein Erschwernis vorhanden ist, alles bitte hinter euch lassen, abschließen. Frühjahr ist die Zeit der Leichtigkeit, dass diese Leichtigkeit durch Tatendrang, durch Willenskraft, durch viele Aktivitäten, gemeinsame Aktivitäten ausgelebt wird. Also es ist auch eine Herausforderung an euch beide, dass ihr auf so eine spielerische, leichte Art und Weise zueinander findet und eurer Beziehung aufbaut. Die Amorsbotschaft für euch fürs Frühjahr ist, du willst etwas aufbiegen oder brechen, erzwingen.
Lass den Dingen Zeit. Also das ist die Zeitkarte, passt wunderbar dazu, weil wir haben hier die Leichtigkeit. Also falls du dich irgendwo verkrampft hast, in irgendeine Verletzung, in irgendein Denkmuster, in irgendein Ereignis, der zwischen euch geschehen ist, lass das bitte alles hinter dir. Zum einen sagt hier der Engel, dass diese Sache oder diese Beziehung oder auch du Zeit braucht. Zum anderen sagen die Engel aber auch, schließ damit ab, alles, was dich erschwert, und geh in der Leichtigkeit und lebe bitte diese Leichtigkeit. Also wenn du das nicht tust, ist dann mit der leichte, liebevolle, sinnliche, unbeschwerte Aktivitäten nicht viel übers Frühjahrszeit. Also das ist hier so ein großer Hinweis von den Engeln für dich. Bitte prüfe alles bei dir und das, was dich erschwert, das, was du nicht verziehen und losgelassen hast, solltest du übers Frühjahr hinter dir lassen, damit du und eure Beziehung in der Leichtigkeit kommt. Jetzt schauen wir, wie dein gefühlsklärer Seelenpartner zu euch steht. Passt ja auch die Kinderkarte. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Vermutlich geht es dabei um innere Kinder. Es könnte auch sein, dass es um deine Kinder geht oder um die Kinder von deinem Partner oder gemeinsame Kinder. Aber anhand von der vorherigen Karten, die ich hier gezogen habe für euch, für dich, sage ich, hier geht es um die Arbeit am inneren Kind. Also versuche bitte dein inneres Kind zu beruhigen, zu heilen und ihm auch in der Vergangenheit zu weisen, beziehungsweise die Erlebnisse, die dir dein inneres Kind zeigt, in der Vergangenheit zu belassen. Also grenz dich bitte davon ab, dass deine früheren Erlebnisse oder deine Belastungen aus deiner Kindheit oder aus der Kindheit von deinem Partner, hier geht es um den Partner eigentlich, also es geht um ihn, dass er Belastungen aus der Kindheit mit sich schleppt, die auf die Beziehung eine Auswirkung haben, die sollten bitte übers Frühjahr auch geheilt und beendet werden, abgeschlossen werden. Wir schauen, welche Seelenpartnerschaftskarte, Seelenorakel für ihn steht. Taten sagen mehr als Worte, verleiht deine Liebe durch Taten Ausdruck. Ja, das heißt, er wird in Aktion gehen, der gefühlsklärer Wunschpartner. Das haben wir auch gesehen mit der Tarotkarte Königin der Stäbe. Also die Frühjahrszeit zeichnet sich als eine aktive, dynamische Zeit. Und hier die Karten zeigen auch, dass der gefühlsklärer Wunschpartner auch Taten in Richtung Beziehung, in Richtung Loslasserin, Wunschpartnerin, Seelenpartnerin unternehmen wird. Die andere Karte, die er hat, ist die wahre Liebekarte. Dies ist eine Liebe, wie es sie nur einmal im Leben gibt. Also hier geht es dafür, dass der Gefühlsklärer diese Liebesverbindung ganz bewusst erkennen wird. Der wird auch übernommen von Liebesgefühle und diese Liebesgefühle wird ja auch tatsächlich in der Tat umsetzen. Also aus dieser Liebe zu seiner Wunschpartnerin oder Loslasserin wird er Aktivitäten unternehmen und er wird diese Liebe auch zeigen. Eine gute Aussage, eine sehr gute Aussage. Wir schauen jetzt, wie die Wunschpartnerin Loslasserin da steht. Wir haben die Karte, die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magische Anziehung. Wunderbar, da kommen wir jetzt auch auf die Aktivitäten. Also das heißt, liebe Loslasserin, Wunschpartnerin, dass du denkst und fühlst und weißt mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, dass dieser Partner der richtige für dich ist. Es ist eine große magische Anziehungskraft. Wir sprechen hier über magische Anziehungskraft. Diese magische Anziehungskraft ist eigentlich meistens nur in Seelenbeziehungen vorhanden. Besonders in Dualseelenbeziehungen ist sie sehr stark. Also hier geht es über Frühjahrs bei dir nur um diese Gefühle. Also wir haben hier auch einen Hinweis auf Erotik, auf Sexualität, die auch übers Frühjahr
mit einer großen Freude und Leichtigkeit erlebt werden kann. Die andere Karte, die zu der Wunschpartnerin Loslasserin gekommen ist, das ist die Karte Schau dein Muster in Beziehungen an. Anzuerkennen, dass du dein Verhalten ändern oder abwandeln musst, erfordert innere Stärke. Also hier bist du, liebe Loslasserin, aufgefordert von den Engeln, dass du auch in Richtung deine eigene Beziehungsmuster schaust. Diese innere Kinderkarte, die bei deinem Gefühlsklärer kam, die hat vermutlich auch Parallele zu deinem inneres Kind. Also schau in diese Richtung hin und löse das auf, was dich einschränkt und erschwert in diese Liebe, in diese Beziehung zu deinem Gefühlsklärer. Die andere Engelkarte, die zu dir gekommen ist, das ist die Karte Halte an deinem Glauben fest. Vertraue in diese Situation auf deinen Glauben. Also hier haben wir eine Glaubensfrage bei dir. Falls du Zweifel hast, unsicher bist, Ängste hast und diese Gefühle, diese Gedanken, die haben auch hier mit der Musterbeziehung was zu tun, bitte, dass du wirklich ins Vertrauen bleibst, dass du ins Glauben bleibst, dass du optimistisch bleibst und an eurer Liebe und an eurer Beziehung glaubst. Vor allem diese Chemiekarte in der Mitte, dass die Anziehungskraft so groß ist, dass die Chemie stimmt, wird dir auch helfen, in diesem Vertrauen, in diesem Glauben zu bleiben. Jetzt möchten wir schauen, welche Entwicklungstendenzen das Frühjahr für dich und für deine Beziehung bringt. Ich decke die Karten erstmal. Ja, da haben wir die Zweifel da. Also sind Zweifel noch in dieser Beziehung vorhanden übers Frühjahr. Diese Zweifel werden sich auflösen, weil wir haben rumherum sehr viele positive Karten. Wir sehen dein Gefühlsklärer, dein Dualseelenpartner, dein Seelenpartner im Kartenbild. Das heißt, auch so in Frühjahrszeit wird es Aktivitäten, vermutlich von ihm werden Aktivitäten kommen. Ich sehe bei den Aktivitäten eine Wartezeit, eine lange Wartezeit und eine Kränkung, eine Belastung, die karmische Natur ist. Das kann auf Verzögerungen hinweisen. Was ich dir hier aber sagen kann, dass der Wunschpartner Gefühlsklärer definitiv an dich denkt. Er denkt an eine Festigkeit in eurer Beziehung. Er denkt sehr viel an seinen privaten Bereich. Er denkt daran, wie es sein Privatleben weitergeht. Gedanken an Beruf und Erfolg sehe ich auch, aber die sind in diesem Zusammenhang zweitrangig. Also er beschäftigt sich gedanklich sehr stark mit seiner privaten Situation und mit der Beziehung zu dir. Diese Gedanken, die er hat, sind aber noch nicht so richtig spruchreif. Also ich sehe da noch ein bisschen Zweifel, Fragezeichen, Unsicherheit. Er lässt sich noch vom alten Denkmuster beeinflussen. Diese Denkmuster könnten auch übernommene Muster von Ahnenreihe sein. Muss davon seine Vergangenheit sein. Ich sehe bei ihm eine Belastung, eine Kränkung, die zu einem seit längerer Zeit vorhanden ist. Das ist etwas Karmisches zwischen euch beide. In eurer Partnerschaft wirkt sich über Frühjahr aus. Darum auch diese Thematik für Frühjahr, für euch Leichtigkeit. Also wirklich, das ist das Einzige, was euch übers Wasser hält, die Leichtigkeit. Falls da Kontakt zwischen euch kommt übers Frühjahr, bitte nicht tief graben, egal was da zwischen euch kommt, egal wer was sagt, leicht hinnehmen, Fokus wirklich auf die Freude, auf die Leichtigkeit richten, weil ansonsten habe ich hier die Tendenz, dass sich etwas festfahren könnte zwischen euch. Also der Wunschpartner Gefühlsklärer wird auf jeden Fall Schritte auf dich zunehmen. Ich sehe aber eine lange Wartezeit. Das kann sein, dass diese Schritte erst Ende Sommer, Anfang Herbst bis Mitte, fast Ende Herbst dauern. Also so lange könnte diese Zweifel
und diese karmische Belastung andauern. Daher wirklich die Empfehlung von den Kippa-Karten und von Open. Nutze jede Möglichkeit, die sich dir anbietet, in Leichtigkeit, in Freude, im Optimismus zu gehen. Also wenn es sein muss, lass das alles erstmal ganz locker, ganz unverbindlich. Tief graben empfehle ich dir überhaupt nicht. Das gibt einen Schuss nach hinten. Und hier der Moorengel sagt zu dir, die Zeitkarte, lass den Dingen Zeit aus. Und die Zeitkarte haben wir auch hier im Kartenbild. Zeit ist ein großer Faktor. Der Gefühlsklärer muss einiges an seine Zweifel noch arbeiten, auflösen, an seine karmische Belastung arbeiten. Solche Prozesse sind Prozesse, die lange Zeit brauchen. Also, falls da nicht so schnell etwas kommt, eine Entwicklung oder eine Meldung, denke bitte daran, er ist dabei, er arbeitet, es fällt ihm etwas schwer und es braucht Zeit. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Optimismus, wünsche ich dir viel Kraft und vor allem eine gute Auflösung von all diese karmischen Belastungen, die zwischen euch in eurer Seelenpartnerschaft stehen. Alles Gute. Und wenn du eine persönliche Beratung wünschst, detailliert erfahren möchtest, welcher Ist-Zustand eurer Beziehung hat, wo der Seelenpartner steht, wo du stehst, welche Entwicklungstendenzen für eure Partnerschaft in der nächsten Zeit sich zeigen, wenn du wissen möchtest, was zwischen euch steht, was euch blockiert, was du beeinflussen könntest, was du machen könntest, damit es etwas vorangeht, damit es etwas leichter geht in eurer Beziehung. Wenn du etwas über die Gedanken und die Gefühle und überhaupt die Einstellung von deinem Wunschpartner zu dir erfahren möchtest, so kannst du mich gerne kontaktieren und wir können gemeinsam die Karten befragen, was mit eurer Beziehung ist, was in eurer Beziehung ist und was euch beiden bevorsteht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Frühlingsanfang, eine gute, glückliche und liebevolle Zeit.